Was? Was machst du denn hier, Zigeuner? Ah, was hat dich aufgehalten, Borat? Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Jetzt schon willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blattgrüne Borat Edition. Bingo, die Tür ist offen. Deine Pokémon scheinen dich sehr zu mögen. Aber ich, ich mag dich gar nicht. Weil du hast hier so gut wie alle Team Rocket-Rüpel außer Gefecht gesetzt. Selbst die vier starken, berühmt-berüchtigten Rocket-Brüder. Ich weiß. Meine Freunde nennen mich nicht umsonst Borat, der Berserker. Das glaube ich denn nicht. Wer will dich bitte schön so nennen? Na Gott, ich bin ehrlich, sie nennen mich nicht so. Stattdessen nennen sie mich Borat, der nackte, perverse Kasake. Okay. So genau will ich das gar nicht wissen. Das erklärt mir ja schon, wie du drauf sein musst. Okay, egal. Zigeuner, jetzt wollen wir ein bisschen Schmackes machen. Konfusion. Ja, schmeckt dir die Konfusion? Die kriegst du in deiner Konfession. Schlechter Wortwitz. Also jetzt aufgepasst. Level 42 ist schon mal sehr gut. Macholo. Macholo. Wir werden dein Macholo auch mit Konfusion platt machen. Tschüss, Macholo. Du liebst es wohl, Macholo auszusprechen, was? Ja, Macholo. Vor allem wegen dem Holo. Macholo, Holo, Holo. Egal, ich muss weiter. Ich muss Team Rocket aufhalten. Mist. Ja, so ein Mist aber auch. Jetzt kannst du laut sagen, ich habe mich irgendwie vertan. Ich dachte, hier geht's weiter. Was? Was machst du denn hier, Zigeuner? Ah, was hat dich aufgehalten, Borat? Ich wusste, du würdest hier vorbeikommen. Ich schätze, das Team Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in Safronia City gesehen und mich gefragt, ob du seitdem besser geworden bist. Was, du hast mich in Safronia City gesehen? Wo denn? Ich habe dich gesehen, als du in den Kampf-Dojo gegangen bist. Also los. Guardevoir! Was, 37? Deine fucking Ernst? Scheiße. Ich muss jetzt mehr als taktisch spielen. Guardevoir. Tja, auch ich habe trainiert, wie du sehen kannst. Und meine Pokémon sind nicht nur glamouröser geworden, sondern auch um einiges stärker. Und dümmer auch. Guck mal, selbstverletzt. Ihr Licht. Wenn ich taktisch kämpfe, du hast keine Chance, Zigeunerbraten. Hör auf, endlich Zigeuner zu mir zu sagen. Aber das ist dein Name. Nein, in Wirklichkeit lautet mein Name nämlich Gary Eich. Gary Eich, wie dumm ausgesprochen. Warum nicht ein bisschen englischer Gary oder so? Kann ich einfach... Oh Mann, du nervst. Weißt du, du bringst mich total durcheinander. Mein armes Guardevoir konnte noch nicht einmal einen Schlag durchführen. Das ist auch alles Taktik. Flammenwurf. Adios amigos Guardevoir. Volltreffer. So, sehr schön. Vibrava. Für Vibrava habe ich nichts Passendes. Was mache ich jetzt? Polente vielleicht? Los, Polente! Oh, runter! Okay, los, Vibrava! Tier, das ist aber immer noch so klein und schwach. Haha, was ist denn jetzt los? Gehorchte dein Polente etwa nicht? Ja, und? Musst du das jetzt anmerken? Du Vollidiot! Du solltest auf deine Pokémon besser achten. Das mache ich bestimmt mehr als du. Du Dummschwärzer. Komm, Polenta, was ist los bei dir? Hast du in die Hose geschissen oder was? Polenta! Du hast in die Hose geschissen, ich merke schon. Aber wenigstens hast du eine Menge abgezogen. Ich finde das bemerkenswert. Okay, jetzt ist Jude dran. Los, Jude! Razaf. Ha! Ein Razaf also, hast du dir zugelegt, was? Los, Razaf!
Ich meine, los raus auf, sorry für kleine Synchro. Fail. Oh nein, du paralysierst alle meine Pokémon. Kann es auch was anderes außer Raserei? Naja, eigentlich schon, aber Razov gehorcht mir nicht mehr seit der Entwicklung. Was, ehrlich? Oh Mann, Borat. Dein Porenta gehorchte nicht, dein Jude nicht. Du, du bist eine Witzfigur. Na warte, Witzfigur, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Und zwar mit Azamat, meine dicke Babuschka. Wow, dein Bisaflor. Das heißt, dein Bisaknoss hat sich wohl entwickelt, was? Ja, es hat sich entwickelt und es ist stärker denn je. Rasierblatt, zerschneid ihm die Oberzähne. Doido, doido. Tja, schon kann sie mir sprechen, richtig, weil die Zähne fehlen. Ah, du bist gar nicht mal so schlecht. Aber kennst du schon meinen Impagator? Los geht's. Impagator. Los schnell, dicke Babuschka. Rasierblatt. Das ist alles kein Problem für mich. Impagator! Dein Ernst, schneidest du jetzt Grimassen? Na, aber meine Initiative sinkt sehr stark. Na gut, jetzt schneide ich dir auch die Reißzähne weg. Impagato, Impagato! Tja, hast du jetzt noch was zu bitten? Ich denke mal nicht, was? Ein Bisaknosp, also. Ja, das kenne ich, ja. Es ist Zeit. Zeit für mein Fuchs, nicht? Okay, los, Bisaknosp. Wir wollen das Spielchen jetzt be... Was? Ich meine, was? Auf Level 40? Oh, krass. Aber wird das etwas bringen, wenn du nicht wirklich attackierst? Du wirst schon sehen, das ist alles Taktik. Zu spät, ruckzuck hier. Oh nein, Bisaknosp. Wie konnte das nur passieren? Mann, du bist so gut, dass du gegen den Rocket Boss antreten kannst. Also Borat, ich zieh dann weiter. Wenn ich den Pokédex sehe, erkenne ich, wie stark die Pokémon sind und wie sie sich entwickeln. Ich werde zur Pokémon-Liga gehen. Dann werde ich die Top 4 ausstechen. Bald bin ich der mächtigste Trainer der Welt. Viel Glück, Borat. Und trainiere schön weiter. Ciao. Das werde ich. Herr Junge, alles okay bei dir? Bist du traumatisiert von Zigeuner oder was? Oh, du bist kein Rocket. Kommst du, um uns zu retten? Klasse. Vielen Dank. Nimm dieses Pokémon als Dankeschön. Eine Lapras. Ja, Lapras. Hier. Liebe Grüße. Scheiße. Liebe Sephiroth, wenn du diese Folge siehst, bitte schlag mich nicht. Ich weiß nicht, wie man dich schreibt. T oder TH? Ich würde behaupten TH. Er weiß, dass er gemeint ist. Es wurde in Box bla bla bla. Es heißt Sephiroth und ist sehr intelligent. Es hat bisher bei uns im Labor gelebt, aber bei dir ist es besser aufgehoben. Du wirst Lapras oder Sephiroth sicher ein guter Trainer sein für bla bla bla. Er ist ein guter Schwimmer und kann dich übers Wasser tragen. Dankeschön, okay, cool. Irgendwie spüre ich hinter der Wand eine Kraft oder eine Schwäche. Ein alter Mann vielleicht, ich weiß es nicht. Halt, keinen Schritt weiter, ja? Was suchst du hier? Ich möchte den Boss treffen. Was willst du vom Boss? Mit ihm reden. Worüber? Über die Umstände in Kasachstan. Willst du mich verkackeiern? Hier geht es um weit mehr als die Umstände in Kasachstan. Das heißt Kasachstan, nicht Kasachstan, oder wie du sagst. Beleidige nicht mein Land. Hab ich gar nicht. Sorry, wenn ich das getan haben sollte. Nein, Moment. Ein Rocket Rübe entschuldigt sich nicht. Jedenfalls hat der Chef, der Boss von Team Rocket, andere Dinge zu tun. Ich weiß, er will die Pokémon manipulieren. Manipulieren ist nicht nur das. Das macht keinen Sinn, was ich hier erzähle. Der eine Aspekt, egal, wie auch immer. Jedenfalls wollte ich sagen, dass der Boss die ganzen Pokémon stehlen möchte. Und warum will er das? Will er damit die Weltherrschaft an sich reißen? Nicht nur das. Er möchte die Pokémon zu Fleisch verarbeiten.
Wie, ihr seid widerlich. Ihr seid widerlich, Sternhagel. Wobei, eine Knoggerfilet wäre nicht schlecht, oder? Knogger! Okay, okay, ich sag ja nichts. Also gut. Auf geht's zum Chef von diesem Laden. Bitte, verschone mich. Weg da. Hey, Chef. Burat, so trifft man sich wieder. Ich führe gerade äußerst wichtige Verhandlungen mit dem Präsidenten. Halte dich ein für alle Mal aus den Geschäften Erwachsener heraus. Oder du lernst eine Welt voller Schmerzen kennen. Welt voller Schmerzen. Die wirst du jetzt kennenlernen. Los, Nidorino. Los, Fuchs, nicht? Fuchs, nicht. Werden wir ihn verbrennen können? Probier's aus. Mund auf, Flammenwurf rein. Das leider nicht, aber Hornattacke sollte uns nicht viel abziehen. Und damit tschüss, Nidorino. Gar nicht mal so übel, aber noch hast du mein ganzes Team nicht besiegen können. Drei warten noch auf dich. Okay, Rihorn. Wie wär's mit Azamat? Azamat, magst du? Okay, jetzt aufpassen. Azamat, Rasierblattattacke jetzt! Sehr gut, ein Volltreffer sogar gelandet. Babuschka, Babuschka, Babuschka. So ein Mist. Was mache ich jetzt? Du, das paralysiert und gehorcht eh nicht. Vanillake vielleicht? Wobei Vanillake keine Kampfattacke kann. Egal. Los, Vanillake. Knagger. Los, Kangama. Kangama, halte dich bereit. Mega Hieb. Oh nein, Vanillake. Das war gar nicht mal so schwach, muss man dazu sagen. Zweimal getroffen. Und nochmal. Vanillake, nein. Ich werde dich rächen. Oh nein, schnell. Raserei. Was, Raserei? Ich selbst habe schlechte Erfahrungen mit Raserei gesammelt, aber mach, was du willst. Tschüss, Kangama. So ein Mist, aber auch hätte ich doch nur noch mal Mega-Hieb eingesetzt. Aber kennst du schon die Königin der Königinnen? Meine Fresse. Egal, was auch für eine Königin ist, ich werde sie hypnotisieren. Los, Nido Queen. Warum hält sie sich an den Brüsten? Das tut sie nicht. Beleidige nicht mal Nido Queen. Psychokinese. Und jetzt, Rutenschlag! Nido Queen! Langweilig! Hypnose, Zigeuner, Psychokinese! Jetzt hab ich's! Aber sprechen kannst du deine Attacken auch nicht mehr, was? Wieder verloren! Verdammter Mist! Du hast unsere Übernahme der Sith Cove vereitelt. Aber das Team Rocket wird niemals aufgeben. Borat, vergiss nicht, dass alle Pokémon nur zum Nutzen des Team Rocket da sind. Ich muss gehen, aber meine Zeit wird kommen. Sie sind weg. Hey, wie geht es Ihnen? Wir danken dir für deinen Heldenmut. Du hast uns alle gerettet, danke. Magst du mich mit Sexy Time machen als Dankeschön? Widerlich, weg. Okay, okay. Ich danke dir für die Rettung der Sipco. Ich werde niemals vergessen, wie du uns trotz größter Gefahren tapfer gerettet hast. Wie kann ich dir bloß meinen Dank aussprechen? Ich bin reich, ich könnte dir alles geben. Aber vielleicht ist das hier eher was für dich. Ja, warum nicht? Man kann das nirgends kaufen. Es ist der streng geheime Prototyp des Meisterballs. Du kannst mit ihm jedes Pokémon beim ersten Versuch einfangen. Wege jedoch sorgfältig ab, wenn du ihn einsetzt. Das werde ich, versprochen. Sag mal, kann man bei euch mit einem Flugzeug flüchten? Muss ich mal ausprobieren. Ja, kann man. Sehr cool. Team Rocket ist in die Flucht geschlagen. Jetzt wird erstmal mein Pokémon geheilt. Und dann holen wir uns den nächsten Orden. Wird langsam mal wieder Zeit. Das haben wir ein bisschen verplempert. Seit den letzten 20, 30 Folgen.
Aber dafür sind wir stärker geworden. Moment mal, darf ich auch noch kurz rein? Chansey! Meine Tochter ist furchtbar schüchtern. Sie hat nur wenige Freunde. Meine Tochter ahmt gerne Leute nach. Wegen ihres Minenspiels nennt man sie die Nachahmerin. Hallo, magst du Pokémon? Hey, ich habe doch dich gefragt, wie... Du bist komisch. Hä? Ich soll die Nachahmerei aufgeben? Aber das ist doch mein Hobby. Dodo, Spiegel, Spiegel an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Ein seltenes Pokémon. Es ist nur eine Puppe. Ein seltenes Pokémon, es ist eine Puppe. Ja. Okay, gut. Ich fand die Nachahmerin Pokémon Gold, Silber und Kristall ein bisschen interessanter, aber was soll's. Endlich ist die Arena frei. Meine Lieben, wir machen Cut, nächste Folge geht's weiter. Jinkui! Zu jung einfach. Für mich kommst du nicht in Frage. Sorry. Oh nein. Findest du meinen Busen zu klein? Oh, darum geht's nicht.